yet another Shao Kahn's cry. Ja, herzlich willkommen hier wieder bei F&N TV. Schön, dass ihr wieder da seid. Freut mich wirklich sehr. Ja, meine lieben Freunde, ich habe euch heute wieder einen wahren Bonnerschlag mitgebracht aus dem Zauberwald. Es geht hier um ein Video, wo hier gänzlich die Theorie aufgestellt wird, wie jetzt hier durch Worte, durch ein bestimmtes Wort, das alles verändert ist, hier Attraktivität hier, Anziehung hier wieder aufgebaut wird. Es geht speziell rein in den Bereich Ex zurück. Da hat der Herr Dr. Stefan Kraft ein Video wieder mal rausgehauen und uns alle wieder mal mit reichlich Segen und Glück hier beschert mit dem gleichnamigen Titel. So spürt Ex den Verlust. Dieses Wort verändert alles. Ja, da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und haben mal gesagt, okay, was soll denn das bitte für ein Wort sein? Meine lieben Freunde aus der Community, ihr seid auch gerne eingeladen. Esther B., du bist selber Psychologin, hau doch mal da deinen Senf dazu rein. Oder hier die Jungs aus der Red Pill-Szene, ihr habt doch Ahnung hier von der Mann-Frau-Geschlechterdynamiken und so weiter. Haut mir doch mal in die Kommentarleiste mal eure Meinung dazu rein, über das, was der Herr Doktor von Szenario 2 hier mal hier ablassen wird. Und diesbezüglich schauen wir, hätte ich dir gesagt, schauen wir doch gleich mal rein. Nehmen wir das Ganze doch einmal ein bisschen in Augenschein, klopfen einmal ab, was ist so koscher und was eben nicht. Den Link zum Originalvideo, den findet ihr wie gehabt unten in der Videobeschreibung. Und wie gehabt lassen wir das Ding natürlich in anderthalbfacher Geschwindigkeit durchlaufen, aber es ist schon recht gut verständlich. I see your future, Scorpion. What future can a hired thug see? Round one, fight. Wenn du deinen oder deine Ex zurück möchtest, dann ist ja eine zwingende Voraussetzung, dass der Ex auch einen Verlust spürt. Weil sonst kann es ja zu keinem Vermissen kommen. Wie der Ex also diesen Verlust spürt, einen sehr fatalen und häufigen Irrtum diesbezüglich und wie du mit einem simplen Wort das besser machen kannst, das schauen wir uns in diesem Video an. Und anfangen möchte ich gleich mit diesem fatalen Irrtum, den wir von Klienten oder auch Kursteilnehmern oft hören. Aber kommt durchaus auch öfters mal in den Kommentaren vor. Nämlich, dass man irgendwo gehört hat oder gelesen hat, dass man dem Ex sagen soll, dass man selber eh auch keine Beziehung mehr möchte und dass man selber eh auch schon abgeschlossen hat mit allen und mit der Beziehung. Ich weiß auch nicht, warum man das so oft liest oder warum sowas empfohlen wird, dass man eben sowas tun soll. Vielleicht, weil es logisch anhört, wenn man so argumentiert. Vielleicht, weil es auch so ein bisschen in die Richtung, wie du mir, so ich dir geht. Aber eben das zu sagen, ist aus den folgenden Gründen definitiv nicht empfehlenswert. Nämlich erstens mal, es stimmt nicht in deiner jetzigen emotionalen Situation, oder? Du hast nicht abgeschlossen damit. Zweitens, falls der Ex irgendeinen Gedanken gehabt hätte, dass es zwischen euch doch wieder was werden könnte, dann wird der Ex nach so einer Aussage von dir diesen Gedanken definitiv ad acta legen, weil er sich denkt, okay, du hast ja abgeschlossen, oder? Und drittens, du nagelst dich damit auf etwas Endgültiges fest. Du triffst damit quasi eine endgültige Aussage. Und das bringt dich dann in der Zukunft, also wenn du unsere bewährte Ex-Zurück-Strategie anwendest, vielleicht auch schon erste Erfolge hast, es bringt dich in der Zukunft dann in eine ungute Situation vielleicht. Weil nämlich dann ein Zurückrudern immer schwerer wird und es ein bisschen blöd kommt, wenn du dann sowas sagst wie, ja, Spaß, habe ich damals ja nicht so gemeint. Und dann wird sich der Ex dann schon fragen, oder? Naja, du hast das ja damals gesagt und jetzt ist es wieder anders. Was soll das, oder? Und das ist eben alles andere als vertrauenserweckend. Und alle, die schon länger hier bei Szenario 2 dabei sind, die werden jetzt vielleicht aufwachen und sich denken, Moment mal, wenn der Ex sagt, dass es endgültig aus ist, dann sagen wir ja auch in anderen Videos, dass der Ex die Meinung ändern kann, oder? Wie passt das jetzt zusammen? Insbesondere natürlich, wenn du unsere Strategie anwendest, hast du ja dafür die besten Chancen, dass der Ex die Meinung ändert. Aber, ganz wichtig, achte ein bisschen auf die Perspektive, in welche Richtung die zeigt, oder? Natürlich kann der Ex die Meinung ändern über dich, sodass ihr wieder zusammenkommen könnt. Das wünscht du dir ja auch. Aber das muss in die umgekehrte Richtung nicht unbedingt gelten. Wenn du also dich zuerst festnagelst auf, ich habe abgeschlossen, ich will auch keine Beziehung mehr, und dann doch wieder wie das Fähnchen im Wind nach der Kontaktsperre sagst, du, Spaß, ich will eh wieder mit dir zusammen sein, dann muss es nicht automatisch auch so sein, dass der Ex dir das glaubt. Also immer auch aufpassen, aus welcher Perspektive die Dinge betrachtet werden und natürlich auch, wie du sie hier am Kanal genau erfährst. Und insbesondere geht es hier im YouTube-Kanal bei uns ja sehr viel um Kommunikation. Ein Klient hat auch mal gesagt, dass er seine Ex zurückgewinnen wollte, aber die Prinzipien der Kommunikation, die er bei uns gelernt hat, die hat er auch bei seiner Mutter angewendet. Und, so hat er dann gesagt, deswegen hat er mit seiner Mutter zum ersten Mal seit Jahren ein wirklich tiefes Gespräch gehabt. Ich würde sowieso sagen, dass man sowas, wie man also am besten kommuniziert,
in der ersten Klasse schon oder ab der ersten Klasse in der Schule lernen sollte, oder? Wo man von klein eben auf lernt, wie man richtig miteinander spricht, wie man richtig kommuniziert. Aber kommen wir wieder zurück zum eigentlichen. Stopp, zahlt doch mal die Luft an, Weihnachtsmann. Jetzt pass er mal auf. Seine Zuschauer hier bei uns, die schon länger zuschauen bei Szenario 2, da wundert es mich bisweilen nicht, dass da so Leute, die heute meinen Kanal da, könnt ihr mal gerne abonnieren, seid ihr gerne eingeladen, schaut euch da mal ein paar Videos mal an, insbesondere auch die mit ihm, habe ich die ganze Playlist voll, das ist die Reihe 20, habe ich euch oben mal in die Infobox hinein, da wundert es mich ehrlich gesagt mittlerweile schon, dass dieser Mann bisher von Leuten, die in seiner Community waren, bisher noch nie was auf die Fresse gekriegt hat, sage ich da ganz ehrlich. Weil auch die übrigen Videos von ihm und von seiner Freundin da, die sind ja vollgespickt mit solchen Widersprüchen, die er da in regelmäßigen Abständen daraus hat. Unter anderem auch jetzt mit diesem Einstieg hier. Wenn du deinen Ex zurückhaben möchtest, dann ist es Sinn der Sache, dass der Ex den Verlust spürt. Aber dann kommt ja der Ex auch nur aus Mangelbewusstsein heraus. Das ist ja die ideale Einladung für so eine Optionsebene, dass du eigentlich mehr oder weniger das zu dir zurückgegangen wird, weil es mit jemand anderem nicht klappt, weil man ganz einfach zu lange Zeit dann alleine war. Selbst wenn es Männer jetzt zum Beispiel sind, die zur Frau zurückkehren wollen, abgesehen davon, der macht jetzt auch keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, das macht er übrigens in kaum einem seiner Videos, dass wenn der da zurückkommt, wahrscheinlich hat der Typ 5 oder 6 Abfuhren kassiert. Wahrscheinlich hat die Frau, die Ex-Freundin da hier, den Traumprinzen, den sie haben wollte, durch Monkey Branching doch nicht gekriegt und der hat ihnen den Aufpass gegeben und deswegen ist er dann wieder da. Vom Verlust spüren kann da nicht die Rede sein, sonst wäre die Trennung ja erst gar nicht hier vonstatten gegangen. Und Trennungsgrund Nummer 1 ist ganz einfach immer mangelnde Anziehung, mangelnde Attraktivität. Und er sagt dann auch, das ist ein Irrtum sein, dass man sagen solle, dass man eh schon selbst mit der Beziehung abgeschlossen habe und den Ex selbst nicht mehr möchte. Das stimmt. Das ist aber nicht deswegen ein Irrtum, wie er jetzt dann gleich folgend begründen wird. Das ist deswegen ein Irrtum, weil diese Aussage aus einem der E-Books stammt von einem Martin von Bergen. Und Martin von Bergen, wenn du da mal nachgoogelst, das ist kein Name, das ist ein Pseudonym. So heißt eine Firma, die in irgendwo bei Cardiff in England registriert ist. Das ist ein Online-Marketing-Unternehmen sozusagen, der E-Books verkauft. Genauso wie John Alexander Enterprises oder Richard Cheney. Die Typen gibt's überhaupt nicht. Und diese ganzen Influencer und diese heutigen ganzen Ex-Zurückberater, die ganzen Selbsternannten da draußen oder diese Laienberater in diesen Trennungs- und Ex-Zurückfahren, die haben sich dieses Martin van Bergen Buch da schon mal durchgelesen. Da steht eben diese Aussage drin, Herr Doktor. Also wenn ich mich schon mit der Materie da irgendwie äußere in Form von Videomaterial, dann würde ich mich mal ein bisschen schlau machen, woher diese Aussagen überhaupt kommen. TikTok, Instagram ist voll von dieser Aussage, von diesen ganzen Hobby-Influencerinnen da draußen oder Hobby-Psychologen, sagen wir es mal so. Das stimmt also so nicht. Das ist richtig, ja. Aber dass der Ex das für bare Münze dann nehmen würde und dann sei der Zug dann abgefahren, das ist Bullshit. Weil so oder so ist Attraktivität und sexuelle Anziehung, die der Schlüssel dafür ganz einfach sind, die sind doch gar nicht verhandelbar, Junge. Ja, die sind doch absolut nicht verhandelbar. Weder mit guten Taten, noch mit Nettigkeit, Freundlichkeit, mit Geld oder hier mit Worten. Das ist ja der springende Punkt. Außerdem, das Leben geht ja immer weiter. Die Beziehung ist mit der Trennung vorbei, ja, aber das Leben geht ja weiter. Und deswegen gibt es endgültige Aussagen nicht. Du hast es ja beim Pickup draußen oder in der gängigen Verführungskunst ja auch. Wenn Frameverlust da ist bei dir, Attraktivität verloren geht, ein Knick da ganz einfach ist, dass du dann ganz einfach reframest. Und das dauert eben ein bisschen Zeit. Du brauchst dafür den Faktor Zeit. Mit der Zeit ändert sich alles. Der beschreibt ja das so, als seien wir Menschen ein starres Produkt, das einmal eine Anweisung bekommt und uns dann immer wieder dran festhalten. Der richtige Mann, der kann nichts falsch machen. Und der falsche Mann natürlich auch nichts richtig. Und wenn das Attraktivitätslevel passt, dann wird der Ex oder die Ex-Freundin oder die fremde Frau auf der Straße, das frische Date, was dich jetzt abgelehnt hat, oder dir zustimmt. Wenn das Attraktivitätsverlust passt, wenn der Attraktivität passt, wird dieser Mensch 1000 gute Gründe finden, um mit dir zusammen zu sein. Auch wenn du mit Drogen dealst, auch wenn du schon mal im Gefängnis warst, auch wenn du ein Bad Boy bist.
Und wenn dieses Attraktivitätslevel nicht mehr passt, auch wenn du ein netter Typ bist, auch wenn du ein tolles Auto fährst, auch wenn du ein dickes Haus hast, wenn die Attraktivität nicht mehr passt, dann wird sie 1001 Grund finden, warum es eben hier nicht mehr mit dir funktioniert. Also, du hast dir praktisch diesen Status zum Thema Status. Da habe ich ja auch schon mal ein Video rausgehauen. Einfach auf unserem Channel mal schauen, den Kanal auch, wie gesagt, da mal abonnieren. Da findet ihr dieses Status-Video. Ihr setzt hier diesen Status. Und hier kann man als Status ganz einfach setzen, du pass auf, ich habe keinen Bock an Freundschaft, lass uns irgendwie getrennte Wege gehen. Das ist ein Status. Aber mit diesem Status kannst du ja Wochen später dann wieder abändern. Das geschieht ja automatisch, wenn man sich mal zufällig irgendwann einmal später, Jahre später vielleicht auch, mal zufällig begegnet und so, wenn man wirklich mit der Ex abgeschlossen hat, zufällig begegnet man sich nach 2-3 Jahren wieder und dann entscheidet man sich doch einmal wieder zusammen essen zu gehen. Das gibt's so oft da draußen. Also hier kommst du vom Status, kommst du ins Framing und ins Reframing rein, baust deinen neuen Frame auf, durch dieses Reframing, die Deutungshoheit wird ganz einfach erneuert und dann hast du praktisch hier, wenn das Ganze authentisch natürlich rüberkommt, hier diese Attraktivitätsebene, diesen Attraktivitätsaufbau. Ja, das ist schon klar. Die meisten Menschen sind eben interessiert an solchen schnellen Textnachrichten und schnell, schnell, schnell. Die Menschen heutzutage, da dürft ihr mir da draußen nicht böse sein, die haben nur ein Interesse daran, ihren Ex zurück zu manipulieren. Aus anderen Gründen schaut man sich solche Videos nicht an. Nee, kaum einer interessiert sich für authentisches Auftreten, für wahres Charisma, für Persönlichkeitsentwicklung. Ja, aber was willst du für ein Mensch sein? Jemand, der die Ex oder den Ex zurück manipulieren möchte oder jemand, der die Exen wieder anzieht? Das ist nämlich ein riesengroßer Unterschied. Und dann haut er da noch raus, das ist bei ihm ja sehr, sehr viel. Bei uns, bei Szenario 2, geht es ja sehr, sehr viel um Kommunikation. Und da haut er da das Beispiel mit der Mutter raus. Oh, Johnny! Tiefe Gespräche mit der Mutter. Ach du heilige Scheiße, Mann. Das kann doch bloß von einem Muttersöhnchen kommen. Ganz ehrlich, ich habe auch tiefe Gespräche mit meiner Mutter gehabt zu Lebzeiten. Wir hatten ein sehr inniges Verhältnis. Aber, Teufel, ich weiß ja nicht, was der mit seiner Mutter hatte als Kind. Keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen. Ja, pfui, Teufel. Ich will jetzt, na, in diese Richtung gehen wir jetzt gar nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, aber... Ich meine, ich finde diesen Vergleich schon, die Gespräche mit der Mutter, Gespräche mit der Freundin und so, das ist, also das wird jetzt echt schon langsam pervers, was wir da abliefert, ehrlich gesagt. Aber schauen wir einfach einmal weiter, ja, und amüsieren wir uns darüber noch einmal köstlich. Also auch hier ein kurzer Tipp von meiner Seite, Persönlichkeitsentwicklung, authentisches Auftreten, daran arbeiten und hier Kommunikation, aber da sage ich nachher noch gleich was dazu. Gucken wir jetzt erst einmal weiter. Haben Sie schon mal gekämpft? Ja. Sind Sie gut? Ja, ich bin gut. Und wie ist die Verteidigung? Ganz gut. Ihr müsst anders trainieren in Amerika. Ihre Verteidigung ist schlecht. Es braucht oft nicht viel Änderung. Es braucht oft nur ein paar kleine andere Worte, um eine gänzlich andere und viel positivere Wirkung zu erzielen. Und so ist es auch, wenn du sagst eben, ich will auch keine Beziehung mehr oder ich habe jetzt auch abgeschlossen. Das ist mal sehr definitiv. Aber was machen wir jetzt? Wir stellen diese Aussage ein bisschen um und ergänzen das Wörtchen so, also im Sinne von unter diesen Umständen. Und so wird dann aus, ich will keine Beziehung mehr, sowas wie, ich glaube auch, dass so bzw. unter diesen Umständen eine Beziehung keinen Sinn mehr macht. Und das ändert von der Grundaussage alles. Was bitte ändert das? Was bitte ändert das? Sag mir das doch mal. Jetzt zeigt er ich hier mal etwas, okay? Das weiß doch mittlerweile schon jedes Kind. Da setzt sich die Forschung schon seit über 20 Jahren damit auseinander. Ich blende euch da hier mal was ein, was Dr. Google hier dazu ganz einfach sagt. Im Bereich, da gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag, den kann ich euch gerne unten in die Videobeschreibung mit reinhauen. Da geht es ganz einfach um diese Attraktivitätsforschung, dass da schon seit Jahren ganz einfach an Attraktivität ganz einfach geforscht wird, was das da beeinflusst. Und da werden in der Attraktivitätsforschung 8 Säulen identifiziert der Schönheit. Da haben wir Jugendlichkeit, Symmetrie, Durchschnitts
Durchschnittlichkeit, Geschlechter, Hormonmarker, Körpergruppe, Bewegung, Hautfarbe, Haartexte und so weiter, genderspezifische Stereotype, bla bla bla, die da hier die Bewertung der Attraktivität beeinflussen. Und nirgendwo taucht da großartig, ja, in einem kleinen Absatz, ja, taucht da hier diese Kommunikation mit auf, dass die da entscheidend sein soll. Also da kann ich euch gerne noch etwas dazu einblenden. Da gibt es auch Studien auch darüber. Ich hänge euch da gerne die eine da unten mal auch in die Beschreibung mit rein, wo Kommunikation ganz einfach bloß 7% aus Worten besteht. Zu 38% besteht es aus der Stimme und zu 55% aus der Körpersprache. Und das gilt es hier ganz einfach zu berücksichtigen. Die Satzumstellung hier, die ändert hier 0,0. Weil lieber haust du den Satz raus, als Mann gefestigt, dominant, als Frau elegant und geradlinig, als wie, dass du so ein Zittern in der Stimme dann hineinkommst, weil dein ganzer Frame überhaupt nicht existiert. Das ist es, weil du kein Game hast. Das ist nämlich dann das Problem. Da bringt er die ganze Satzumstellung da gar nicht, die euch der Herr Doktor hier versucht, hier, ich sag's mal, knallhart hier zu verkaufen. Aber gucken wir mal weiter. Lass mich das noch mit einem anderen Beispiel veranschaulichen. Stell dir vor, deine Mutter reicht dir zur Nachspeise einen Apfelstrudel und du möchtest ihn aber eigentlich mit Vanillesoße haben. Und deswegen sagst du, so mag ich den Apfelstrudel nicht. Dann wird die Mutter fragen, naja, was fehlt dir denn dabei? Und du wirst dann antworten, naja, die Vanillesoße. Wenn sie dir aber den Apfelstrudel gibt und du sagst, ich will ihn nicht, dann fällst du gänzlich um dieses Dessert um, oder? Wenn du also sagst, so will ich die Beziehung auch nicht mehr, wenn du das zum Ex sagst, dann wird der Ex in der Regel natürlich nicht nachfragen, naja, wie willst du sie denn? Darum geht's aber auch gar nicht. Vielmehr wird im Ex das Folgende passieren. Es bleibt nämlich im Ex dann so ein kleines Restfragezeichen offen. Und zusätzlich kannst du auch noch in so einen Ja-Anschluss hineingehen, was wir auch immer wieder empfehlen hier am Kanal. Da kannst du also die Wir-Ebene zwischen euch stärken, trotz der Trennung. Und für den Ex seid ihr euch quasi nämlich einig, obwohl eigentlich ihr euch nicht einig seid. Einen zusätzlichen Effekt gibt es noch, du lässt dir alle Möglichkeiten offen, oder? Du bringst dich nicht in irgendeine Argumentationsnot. Wenn du dir die beste Version von dir willst und die Trennungsgründe angehst, dich weiterentwickelst und so weiter, dann kann man immer noch weiter argumentieren. Ja, so wie es damals war, konnte ich mir eine Beziehung nicht vorstellen. Aber jetzt, wo die Trennungsgründe behoben sind, wo du die beste Version von dir geworden bist, da natürlich schon wieder. Dadurch bleibst du immer konsistent und glaubwürdig in deinen Aussagen. Du vermittelst Stabilität, vermittelst, dass du weißt, was du willst und dass du Verantwortung für dein Leben übernimmst. Das sind alles unheimlich attraktive Eigenschaften, wo du jetzt nicht mal irgendeinen super fancy Trick brauchst, sondern einfach nur eine Aussage ein bisschen umformulierst und die Grundprinzipien unserer Strategie anwendest. So einfach ist es im Großen und Ganzen. Ja, genau. So einfach ist es. Seine Mutter reicht ihm einen Apfelstrudel. Apfelstrudel, Apfelstrudel, essen alle gerne. Oh, ist das schön. Konsistenz und Glaubwürdigkeit. Sieh mal einer an, wer dabei jetzt auch noch echt eiskalt diese beiden Worte in den Mund nimmt. Und von Konsistenz und Glaubwürdigkeit redet. Und dabei sind diese Aussagen da unglaubwürdig bis zum Umfall. Und dabei gehst du auch noch in den Frame des anderen hinein. Zum Frame und verlierst halt damit auch Substanz. Und in Sachen Substanz, da habe ich auch schon mal ein Video dazu rausgehauen. Das könnt ihr in der in unserer Playlist der Serie 19 mal schauen. Wir behängen es euch am besten mal am Ende des Videos ganz einfach einmal hier mit dran. Wo du ganz einfach das nur tust, nur um den anderen hier gefallen zu wollen. Du fängst an, deine ganze Rhetorik da umzuverschieben. Wobei Rhetoriktraining natürlich nicht schlecht ist. So ist es da nicht. Aber ich bitte dich, was ändert das jetzt? So mag ich meinen Apfelstrudel nicht. Alter, meine Mutter hätte zu mir gesagt, ja Junge, weißt du was, du frisst, was du kriegst, hast du verstanden. Das hätte meine Mutter gemacht. Und das Beste ist ja, er geht ja her und tut diese Aussage, so mag ich meinen Apfelstrudel nicht, von der Aussage mit der Mutter, das musst du mal vorstellen, wie krank das eigentlich ist, dann leitet er um in, so will ich die Beziehung nicht, besser, das sei dann also angeblich besser, als wie wenn man da faktisch sagen würde, ich will die Beziehung nicht. Das ist doch deinem Ex gerade doch scheißegal, Mensch. Oder das Date, das dich gerade gefleckt und abgewimmelt hat. Dem ist es wurscht, ob du da die Beziehung so willst oder nicht. Die Beziehung ist vorbei. Die ist zu Ende. Das ist es. Da redet ihr auch was davon, von Wir-Ebene stärken. Was denn bitte für ein Wir?
Also, das ist ja wohl der absolute Hammer. Der Mann oder die Frau hat gerade Schluss gemacht. Die ist gerade nicht wegen dem, was du geredet hast, nicht dem, was du gesagt hast, sondern so wie du bist. Du bist ja deswegen in der Situation, weil du eben das machst, weil du eben so bist, wie du bist. Das scheint der Doktor ja ganz vergessen zu haben. Hier geht es um Verhaltensweisen, die vom Unterbewusstsein aufgenommen werden und die ganz einfach entweder attraktiv sind oder Attraktivitätsverlust ganz einfach dir auslösen. Man redet da Profis, nicht so ein Weihnachtsmann wie der hier, sondern Profis reden hier von Alpha-Spikes oder von Beta-Spike-Setzung. Das ist, sagt der Unterschied. Aber dazu sage ich bei mir im Coaching dann ganz einfach mehr. Also, ein schönes Beispiel jetzt, Kommunikation. Man bringe sich nicht in Argumentationsnot, sagt er dadurch. Also wenn man hier diese Wörter dann umstellt, wenn man jetzt hier sagt, anstelle hier jetzt zu sagen, ich will die Beziehung nicht, soll man sagen, so will ich die Beziehung nicht. Dann bringe man sich nicht in Argumentationsnot. Ach echt? Probieren wir es doch gleich einmal. Was machst du jetzt dann, wenn der oder die Ex dich fragt, wie meinst du das? Ja, genau. Scheiße. Das ist die ideale Anleitung dafür, einen anderen Menschen in Not, weil er gerade eine Trennung durchmacht, richtig schön in die Scheiße hineinzureiten. Und das ist natürlich klar. Wenn das dann gescheitert ist, dann holst du dir dem sein E-Book. Und das weiß der auch. Das ist ja das Linke an dieser ganzen Hausnummer. Ja, schauen wir doch auch mal weiter. Mal schauen, was er noch zu sagen hat hier. Deswegen empfehlen wir auch allen, die zu uns kommen, schau da zum nächsten Mal die Strategie an. Die haben wir über Jahre hinweg optimiert, sodass du mit unserer Strategie die bestmöglichen Chancen hast, um mit dem Ex wieder zusammenzukommen. Wenn du bezüglich der Strategie noch nicht ganz so fit bist, vielleicht auch schon überlegst, einen unserer Kurse zu holen, die aber auch dadurch nicht so ganz sicher bist, dann schau da gern zuerst mal einen kostenlosen Ex-Zurück-Crash-Kurs an. Da gehen wir in 7 Videos die Basics unserer Strategie durch, inklusive der dahinterliegenden psychologischen Prinzipien, damit du eben dann mit dem Ex wieder in eine Beziehung kommen kannst. Ich gebe dir den Link zum Crash-Kurs mal da oben hin, ist wie gesagt komplett kostenlos. Und wenn du Ja, dann vielen lieben Dank. Das wird gleich eines der nächsten Videos sein, die ich von dem Hampelmann da mal in Ding in Augenschein nehmen werde. Entschuldigung für das Hampelmann. Ich weiß nicht, es ist eine Beleidigung von dem Weihnachtsmann. Entschuldigung, Weihnachtsmann wollte ich sagen. Ich wollte Hampelmann gar nicht sagen. Zieh ich sofort zurück. Nicht, dass er mir dann auch noch Post schickt mit seinem Anwalt. Wie ist der Gute? Ich blende es hier mal ein. Wie ist der Frederik hier gemacht? Link oben in der Infobox. Das ist auch so ein Top-Berater aus der Szene. Der kennt sich auch so wunderbar mit allem aus. Und wenn es dann aber um den eigenen Hals geht, da kannst du das Video mal ansehen, wie sich dann solche Berater dann verhalten. Ja, aber gut, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. De facto, also hier wird wieder auf diesen Kurs da geleitet, den man dann bei ihm natürlich dann erst einmal kostenlos kriegt. Und wenn das dann in die Hose geht, dann kaufst du bei dem ein. Das weiß er natürlich dann auch. Und wie das Ganze sich dann tatsächlich hier bewerkstelligt, das bleibt hier natürlich komplett offen. Aber was heißt offen? Eigentlich ist es klar, er wird auch, ich habe das Video schon mal gesehen, er wird im ganzen Videoverlauf, wird der nichts irgendwie in puncto Attraktivität und sexueller Anziehung hier sagen. Dabei ist aber genau das das Wichtigste. Das hast du nämlich zuhauf bei diesen Blue-Pill-Beratern da draußen und zwar ohne Ende. Ja, gucken wir mal weiter. Schauen wir mal da wieder rein ins Elend. Lang geht's ja nicht mehr. Zur besten Version geworden bist. Wenn du die Trennungsgründe angegangen hast, dann schaffst du ja was Neues. Du schaffst neue Umstände. Und wenn sich die Umstände ändern, dann kann sich auch eine neue Dynamik zwischen dir und dem Ex entwickeln. Und zwar auch dahingehend, dass du dem Ex auch, sag mal, gefühlt das Sicherheitsnetz wegnimmst, oder? Weil damit der Ex überhaupt mal Verlust spüren kann, muss er natürlich mal was verloren haben zuerst, oder? Wenn du so sagst wie, so wie es war, macht es wirklich keinen Sinn mehr. Damit signalisierst du ja schon, dass du nicht irgendwie so mitleidig den ganzen Tag wartest, oder? Und solange der Ex nämlich weiß, dass du quasi immer da wärst, ist es für den Ex immer super einfach, sich von dir zu lösen, sich von dir zu entwöhnen. Der Ex kann quasi von dir wegbleiben, weil er ja weiß, dass du ohnehin immer springen würdest und kann sich dann vielleicht sogar auch einen neuen suchen, aus dieser Sicherheit heraus. Aber wenn du eben sagst, so macht es wirklich keinen Sinn mehr zwischen uns, so hätte eine Beziehung keinen Sinn mehr gemacht, dann nimmst du dieses Sicherheitsnetz weg. Und du behältst dir selber gleichzeitig alle Möglichkeiten, dass es, wenn sich die Umstände ändern, wieder eine Chance für euch gäbe. Du nimmst also dadurch zusätzlich auch deinen Ex in die Verantwortung, weil du ja vage andeutest, dass der Ex auch einen Beitrag hast. Was ja so gut wie allen Fällen natürlich auch stimmt, oder? Vielfach ist es ja so, dass der Ex vielleicht die eigenen Bedürfnisse in der Beziehung nicht angesprochen hat, oder? Oder es vielleicht sogar als leichter angesehen hat, die Beziehung ganz zu beenden, als durch diese Probleme durchzuarbeiten. Das ist dann übrigens natürlich auch ein häufiger Grund für Rebound-Beziehungen. Das erkläre ich auch in diesem Video da oben nochmal genauer. Aber, und das möchte ich jetzt nochmal ganz, ganz stark betonen, dieses Prinzip in diesem Video, das funktioniert nur und entfaltet nur dann die volle Wirkung, wenn du auch deinen Teil erledigst, oder?
Das heißt, geh die Trennungsgründe an und werde zur besten Version von dir. Weil dann signalisierst du, ja, so wie es damals war, will ich auch keine Beziehung mehr, aber ich mache was, ich gehe die Trennungsgründe an, ich rück mich ins Zentrum, ich hol mein Scheinen wieder hervor. Und wie das genau geht, dazu gibt es auch Videos natürlich hier am Kanal, nämlich im Video unter mir erkläre ich dir meinen bewährten 4-Schritte-Prozess, wie du zur besten Version von dir wirst, ja, dass ich dich wieder als Ansehen empfinden kann. Jetzt sind wir eh schon am Ende, machen wir bitte Prozess Schluss der Wertekette, für mit dem du die Trennung. Fatality. Scorpion wins. Ehrlich war Wahnsinn, heilige Scheiße, was für ein Müll. wieder mal diese typischen Schlachtsprüche da, werde hier die beste Version von dir selbst. Von welcher besten Version von sich selbst redet der da bitte? Der, der hier in den Frame hier reingeht von der Ex und somit Attraktivität immer weiter verliert. Ich meine, du hast ja eh bei der Trennung schon alles Mögliche getan, um hier zu sagen, hey du, ich habe mich geändert, hey du, ich mache jetzt alles anders. Das hast ja du eh schon gemacht. Dabei bist du in ihren Frame volle Kanne hineingelaufen und hast sogar noch mehr Attraktivität verloren. Also wer willst du hier sein? Der die Trennungsgründe hier angegangen ist und somit zu der angeblich besten Version hier für die Ex da wird? Oder willst du der sein, der schon für sich selber und sein Umfeld die beste Version ist und somit die Ex dann anzieht? Welche willst du sein? Sag mir das doch mal. Sicherheitsnetz. Das ist Optionsebene. Da kannst du unseren Jens Manner mal fragen, der bei uns das Live-Coaching hier macht. Link oben in der Infobox, hänge ich es euch gerne hier mal mit rein. Bei dem ist es ja genauso. Da hast du ja die Geschichte mit diesem Monkey-Branching ja auch gehabt. Wenn sie jetzt gerade dabei ist, den neuen Typen da zu treffen oder sonst irgendwas in die Richtung, da darfst du dich nicht zum Optionskasperle machen. Wenn der ihr eine Abfuhr verteilt, der Frau, und die rennt dann wieder hier zurück, dann ist ja die nächste Trennung schon wieder wegen einem anderen Kerl dann vorprogrammiert. Also hier mit Monkey-Branching, das taucht ja auch nicht auf. Also alles viel zu verallgemeinert und viel zu logisch. Man müsse dann nur das und das tun, dann würde dann praktisch der Ex dann wieder auf einen zuspringen. Dabei finden diese Eigenschaften, beziehungsweise diese Mechanismen, die finden ja im Unterbewusstsein statt. Die kannst du unterbewusst beeinflussen, aber doch nicht bewusst und gezielt hier steuern hier und regulieren. Das funktioniert doch gar nicht. Gefühle sind doch gar nicht verhandelbar, weder bei der Ex noch bei dir selber, weder mit Worten und mit Taten. Oder versuch dir doch mal den Liebeskummer rauszureden. Dieses eine magische Wort schafft es dann. Ja, also ich bitte dich. Also dann haut er da noch diese Aussage raus, man nehme da den Ex in die Verantwortung, wenn man das da raushaut, weil man da vage Andeutungen macht. Lass mich dir mal eine Frage stellen, mein Freund. Hat dein Ex oder deine Ex eigentlich nicht Schluss gemacht, eben weil er oder sie diese Verantwortung hier nicht mehr tragen wollte? Also wie logisch ist es, was der da gerade raushaut? Also die tun da generell alles so, als ob der oder die Ex noch auf einen stehen würde. Weißt? Ja, das ist halt die Hoffnung, die da ganz einfach gestreut wird. Und gerade bei solchen Beratungsvideos ist Hoffnung, sage ich einmal, nur ein weiterer Stein auf dem Weg ins Grab. Das sage ich da ganz ehrlich. Das ist über so einen Weg, da brauchst du keine Hoffnungen machen. Du wirst verlieren. Gnadenlos. Meines Erachtens nach, soll ich ja richtig immer mit dazu sagen, so wie ich es sehe, so wie ich das hier schon seit im September werden es 14 Jahre Ex zurück, berufliche Erfahrung und in meiner privaten Erfahrung entgegengestellt, den Gesetzen der Anziehung, den Regelwerk der Verführungskunst, Red Pill-Ebene und so weiter, meines Erachtens nach ganz einfach so mitgenommen habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch allen jetzt erst einmal noch fürs Zusehen. Ich hänge euch jetzt hier unten hier zum Ende dann auch noch etwas hier zusätzlich noch mit dran, wo ihr euch schlau machen kann. Also ich weiß es nicht, aber ich vermute einmal als Mutter Natur über die Evolution dem Menschen den Verstand mitgegeben hat. Da war dieser Mann meines Erachtens da mit Sicherheit bei seiner Mama Apfelstrudel essen. In diesem Sinne.